Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung hier beim zweiten DLC. Im letzten Part haben wir eine weitere Story-Schlacht gespielt, nämlich diese hier bei den Goronen in Kakariko, einer komplett neuen Map, oder Kakariko, soll ich vielleicht eher sagen. Und jetzt würde ich dann ganz gerne nochmal eine neue Story-Schlacht machen, wieder auf einer neuen Map, nämlich hier Prinzessin und König, hier in der Ranellstraße. Und ich weiß durch euch, dass es sogar schon mehrere neue Maps gab davor, was mir nicht so wirklich aufgefallen ist. Mir ist ja manchmal aufgefallen, dass es neue Abschnitte bei Maps gab, aber das waren dann immer komplett neue Maps. Also es gibt nicht alte Maps mit neuen Abschnitten, sondern wenn irgendwie ein neuer Abschnitt da war, den ich erkannt habe, dann war das auch eine komplett neue Map. Das nur so als Info. Bevor ich aber die Mission mache, würde ich ganz kurz zwei kleine Nebenmissionen hier machen, damit ich dann wieder neue Charaktere und ihre neuen Attacken austesten kann. Zum Beispiel hier für Zelda mit dem Shiga-Stein. Das will ich gerne machen. Ja. Ding. Meine Kraft ist gestiegen. Mhm. Ein weiterer Schritt vorwärts. Der Einsatz des Shiga-Steins im Kampf gegen Monster lieferte wertvolle Daten. Prinzessin Zelda war erfreut, dass auch ihre Kämpfe etwas zur Forschung beigetragen hatten. Du kannst mit dem Bombenmodul eine größere Auswahl an Angriffen ausführen. Oh, das ist ja geil. Das Bombenmodul ist eh sehr, sehr stark von Zelda. Mit dem Shiga-Stein sogar vielleicht das beste Bombenmodul im Spiel. Wo sie ja dieses Bombengefäß herbeiruft, was sie dann frei steuern kann, was dann rumlaufen kann. Und da kann man jetzt nicht nur das frei rumlaufen lassen, sondern auch noch quasi Angriffe machen oder wie mit dem Ding. Das wäre cool. Mal gucken. Und ich mach mal dann noch, lasst uns alle tanzen! Lass mich nur! Unbändige Neugier. Die detaillierten Berichte vertieften die Neugier des Crocs noch. Er beschloss, sich gelegentlich mit Maronus aus dem Wald hinauszuwagen, um die Monster mit eigenen Augen zu sehen. So, Maronus, was kann er? Drücke X, um deine Crocs anzuspornen. Okay. Genau, er hatte ja davor keine... Blödsinn, er hatte schon eine 5er-Kombo, aber ich muss halt zweimal drücken. Okay. Die 5er-Kombo ist doch das, wo er auf dem Blatt entlang surft, richtig? Das dauert ziemlich lang, der Angriff eigentlich. Kann ich dann währenddessen schon X drücken oder wenn der beendet ist? Und was heißt anspornen? Werden sie dann stärker, meine Crocs? Hm. Werden wir alles austesten. Hier in dieser Mission eben Prinzessin und König. Jo, so lass mich kurz switchen. Genau, ich habe gar nicht mehr aufgepasst, aber ich kann zum Glück Zelda und Maronus nehmen. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber passt, ja. Ich werde diese Kraft zum Wohle aller nutzen. So, ich werde die Prinzessin beschützen. Shiga-Stein erstmal. Ja, Impa wirst du nicht. Weil statt dir nehme ich Maronus mit. Der ist natürlich viel besser. Ich komme! So, ich habe hier gar nicht mal so tolle mit sogar zwei leeren noch, aber ich bin zu faul, die zu füllen, weil ich auch, glaube ich, nichts so Gutes hatte davor zumindest. Ja, das passt schon. Mir geht es ja eh darum, dass ich die neuen Dinger austesten will. Und mit dem König kann ich auch ein bisschen spielen. Leider kann ich mit ihm nichts Neues austesten, aber dennoch. Und Erinnerungsmissionen sind, bewahre alle Hyrule-Hauptmänner vor der Niederlage. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Besiege alle übermächtigen Pyromagi, okay, und wieder was Geheimes. Gut, das mit dem Pyromagi dürfte ich hinkriegen. Die Hauptmänner, ne, mal gucken. Auf jeden Fall fangen wir an. Zelda, mit Hilfe ihres Vaters aus dem der Verheerung Ganon in die Hände gefallenen Schloss Hyrule entkommen, brach an der Seite von Link auf, um die Recken zu retten, welche noch immer in den über ganz Hyrule verteilten Titanen gefangen waren. Ihre erste Anstrengung bestand darin, sich mit den hylianischen Soldaten zu vereinen, die zuvor mit dem Zweck an der Ranellstraße stationiert worden waren, Zelda während ihres Trainings zu beschützen. König Roam, nur knapp dem Tode entronnen, plante in der Zwischenzeit mit seinen überlebenden Soldaten einen Ausfall, um seine Truppen wieder versammeln zu können. Hm, okay. Prinzessin! So, geht wieder direkt los. Map ist ja sehr interessant. Einfach nur so ein Schlauch. Okay. Und hier ist direkt eine Truhe, die ich mir mitnehmen kann. Nämlich hier. Okay. So, ja, ich warte noch mit dem Bombenmodul. Dann gleich halt, wenn Gegner kommen, werde ich es mal austesten. Die Frage ist, was ich dann wirklich alles machen kann mit dem Bombenmodul. Bin ich schon gespannt. So, ich teste mal hier gleich mal. Oh Gott, Sturmangriff. Mit dem Dash gibt es, um ein bisschen weiterzukommen. Schon mal ziemlich gut. Und kann halt währenddessen wahrscheinlich Gegner auch noch so ein bisschen umboxen und ihnen Schaden machen. Moment, nochmal. Ja, kann es. Ist schon mal ziemlich gut. Aufladen kann ich auch noch. Das Coole ist ja auch, dass bei Zelda, dass ihr Cooldown geringer ist als bei allen anderen Charakteren. Deswegen kann sie auch oft ihre Shika-Module einsetzen. Aufladen. Okay, und dann kann ich eine große Explosion machen. Muss ich das komplett aufladen oder geht das auch kurz aufladen? Warte mal.
Ne, es dauert dann tatsächlich ziemlich lange. Ich kann mich dann währenddessen auch nicht mehr bewegen. Okay. Gut. Also so eine Riesenhilfe oder so ein Riesenunterschied ist das jetzt nicht, finde ich. Der Sturmangriff ist am besten wahrscheinlich sogar. Vielleicht am Ende dann aufladen, wenn es eh schon kurz vor der Explosion steht, das Ding. Ist vielleicht ganz gut. Aber ich muss nochmal testen, ob ich da aber dann daraus Dash canceln kann oder so. Weil das dauert halt ein bisschen, bis das wirklich komplett aufgeladen ist. Und wenn Zelda dann währenddessen nichts machen kann, ist das ein bisschen schade. Sie ist ja auch unverwundbar währenddessen, also ihr kann auch nichts passieren. Aber trotzdem. Das kann ich mal gleich gegen den Pyromagus da austesten. Hi. So. Und hiermit. Hallo. Wir machen kurz. Und ich kann Dash canceln. Das ist natürlich cool. Zuvor gekommen! Ja, das gefällt mir. Ich meine, das war davor eh schon, wie gesagt, eins der besten, vielleicht sogar das beste Bombenmodul. Und jetzt ist es noch besser geworden. Das ist schon ziemlich nice. Bam. Und wie gesagt, man sollte mit Zelda auch wirklich häufig die benutzen, weil sie halt auch den geringsten Cooldown von allen hat. Und deswegen, warum nicht? Das macht ja auch immer so ein bisschen Schaden hier auf den Schwachpunkt sogar. Warum also nicht machen? Einfach hier so währenddessen und dann selber bewegen mit Zelda. Das ist doch ganz cool eigentlich. Hier noch draufhauen. Explodieren lassen, genau, natürlich hier ein bisschen Glück haben, dass man es perfekt abtimen kann. Und dann geht es doch ganz gut ab eigentlich. Bam. Ja, das ist nice. Gefällt mir. Ich mag Zelda mit dem Chica-Stein sowieso ziemlich gerne. Ich mag sie ja sogar lieber als mit dem Lichtbogen, wo ich gefühlt der einzige Mensch bin, der das so sieht. Aber finde ich trotzdem so. Und jetzt ist sie da noch besser geworden. Finde ich cool. So, dann Marunos. Erstmal kurz mal ein bisschen taktischer jetzt spielen. Zelda, dich schicke ich mal hier nach... ah ne, es ist sowieso wieder sehr linear. Ich muss hier entlang laufen. Aber die schicke ich trotzdem mal hier hin. Ne, dann mache ich es anders. Dann schicke ich mal Marunos dahin und spiele doch noch mit Zelda selber, weil sie näher dran ist. Aber ich werde gleich auch mal Marunos austesten, keine Sorge. Okay. Und der König kam jetzt bisher noch gar nicht vor. Aber würde er schon auch noch. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil mit dem König muss ich ja eh nichts Neues ausprobieren. Ich will trotzdem mit ihm spielen, weil er cool ist. Ah, da ist er schon. aber die anderen beiden sind mir da jetzt sogar wichtiger. Wo ist... Okay, er ist da unten. Er muss unten quasi alles machen. Also er hat viel mehr zu tun, wie es scheint. Okay, dann schnappt ihr doch erstmal die Truhe, würde ich sagen. Jo, okay. Ja, Mann, ich hasse diese Scheißbocken jetzt. Aus dem Weg. Zack, kein Bock. So. Genau, da oben ist gleich mein nächstes Ziel. Nämlich der Moblin da. Okay. Dann bitte lächeln. Dies ist meine Pflicht. Sag Cheese. Cheese. Sehr gut. Stopp. Bam, bam. Und bam. Zack. Tot. Yay. Nice. Autsch. Okay, hier komme ich jetzt zu einem weiteren starken Gegner hin. Ja, da komme ich aber nicht durch. Moment. Ne, da ist tatsächlich zu. Da muss ich vielleicht erst warten. Und zuerst der König muss irgendwas machen oder so. Okay. Dann warte mal einfach hier. Ja. Oder ne, warte mal. Ich kann dich mal zu Impa vielleicht schicken. Bleib mal in der Nähe von Impa. Okay, jetzt der König ein bisschen. Ja, genau. Truhe. Zack. Und direkt vor mir ist gleich was, was ich machen muss. Nämlich hier den silbernen Moblin. Okay. Dann hi. Ach komm. Der hat doch gerade noch nach rechts geschaut. Warum hat er jetzt mich anvisiert? Der Arsch. Hallo, ich hab doch... Hallo, was spiele ich eigentlich jetzt zusammen gerade? Richtig schlecht. So. Achso, er hat keinen Chica-Stein. What? Warum? So ein Kack. 1, 2, 3, 4. Warum trifft er mich eigentlich die ganze Zeit, der Arsch? Ja, nimm mal einen Stab. Bam, Eis. Ohne Chica-Stein ist halt echt so kacke einfach. Bam. Fort mit euch. Okay. Da ist sogar jetzt gleich wieder ein Pyromagus vor mir, den ich nicht elementarmäßig cool treffen kann, weil es ein Elektro ist. Die Umgebung ist ja auch nicht so cool. Mach mal trotzdem einfach irgendwas. Zack. 1, 2, 3, 4. Ja, hat nicht gereicht. Oh Gott, ich sollte abhauen. Hilfe! Hör auf! Wie unverschämt! Scheiße! Ja, komm, mach nochmal. Geht Elektro überhaupt gegen? Ich weiß es gar nicht. Ne, es geht eben nicht, genau. ja, am Feuer. So. Mann, ohne Chica-Stein ist halt echt richtig doof. Gebt Ruhe! So, Vorposten muss ich jetzt eigentlich erobern. Guck ich gleich mal. Erstmal noch Ruhe. Okay. So, da ist einer hier. Und der andere bei den anderen. Okay. Ja. Jetzt mal Marunos mal. Komme ich jetzt durch?
hier? Ja, ja, ich glaube, da komme ich jetzt durch. Okay, dann mache ich das gleich mal. Und dann testen wir gleich mal den neuen Angriff für Maronos aus. Erstmal ein paar Crocs erholen. Ja. Okay. So, und dann mache ich die 5er-Kombo und mehrfach X drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich kann jetzt währenddessen mit meinen Rasseln schütteln. Das ging, glaube ich, davor nicht. Oder war es das jetzt am Ende? Warte, ich muss mal kurz austesten. Moment. Das ist wichtiger. Also wenn ich nicht X... Ja, wenn ich nicht X drücke... Ne, er rasselt trotzdem. Okay, dann war das das am Ende, was er gemacht hat. Er steigt dann runter und rasselt dann nochmal. Zack. Und da kommt dieser Effekt. Und jetzt sind sie angespornt. Und angespornt heißt was? Dass sie mehr Schaden machen? Meine Crocs? Weiß ich nicht. Ich meine, es würde... Ja, es würde Sinn ergeben, wenn sie mehr Schaden machen. Mach mal Stopp. Stopp! So. Tanzen wir! Lasst uns alle tanzen! So, Beine weggehauen, sehr gut. Aber ja, da merke ich jetzt zumindest nicht direkt einen Unterschied. Vielleicht ist es auch doch ein sehr starker Effekt. Und meine Krog-Angriffe sind jetzt viel, viel besser als davor. Aber merke ich jetzt zumindest nicht. Also ist jetzt leider nicht so, dass jetzt durch diesen Extra-Move jetzt Maronos für mich plötzlich ultra gut geworden ist. Weil ich finde ja, dass er so ziemlich der schlechteste Charakter ist. Trotzdem ist er nicht schlecht, habe ich schon ganz oft erwähnt. Jeder Charakter ist auf seine Art und Weise irgendwie gut. Aber trotzdem sind halt alle anderen so ziemlich besser, finde ich. Wo ist die Truhe? Ach, oben wahrscheinlich, oder? Ja, oben wahrscheinlich, okay. Und jetzt eben dieser neue Move macht jetzt da, wie gesagt, für mich keinen riesengroßen Unterschied. Aber vielleicht checke ich auch noch irgendwas nicht und in Wahrheit ist es doch voll krass. Kann ja sein. Ist halt blöd, das jetzt auszutesten. Hier. Weil erstmal, dass es halt die 5er-Kombo ist und dann halt nach der 5er-Kombo ich nochmal so einen extra Angriff machen muss, ist schon mal nicht so toll. Ja, ist schon mal nicht so toll eigentlich. Weil das halt lange dauert, die 5er-Kombo einzusetzen. Vor allem dann noch dieses doppelt gemoppelte da. Weil das dauert ja eh schon ein bisschen, wenn er mit seinem Blatt da entlang fährt. Und dann ganz am Ende muss man das noch machen. Dafür, dass dann die Crocs stärker werden, ja. Ich weiß noch nicht, wie lange das anhält, dieser Buff. Also, da weiß ich noch ein bisschen zu wenig darüber, um da jetzt genau urteilen zu können. Aber es wirkt bisher auf mich so, als wäre es jetzt nicht allzu krass. Merke ich dann den optischen? Ah, okay, man sieht es auch optisch. Okay, die leuchten dann. So. Oder haben halt eine andere Farbe. Haben sie neue Angriffe auch, die Crocs? Nee, oder? Nee, schon alles dasselbe, was sie machen. Die Dreier-Kombo ist ja ziemlich gut, wo sie da die Felsen runterdroppen. Wenn man das auf Gegner konzentriert. Ja, aber es sind, glaube ich, genauso viele Felsen wie davor. Okay, also sind nicht mehr, aber macht halt mehr Schaden, schätze ich jetzt mal. Na gut. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit verschwendet. Aber egal. Zelda kann man noch das hier einnehmen, übrigens. Und der König muss wieder ran. So nicht. So, mitten in den Gegner drin, natürlich. Mach mal hier Feuer. So, Bums. Unterschätzt mich nicht. Unterschätzt mich nicht. Bam. Zack. Narren. Sehr gut. Autsch, du Arsch. Da unten ist sogar wieder zum Pyromagus erschienen, den ich eigentlich besiegen muss. Ah, hier sind viel zu viele Gegner, Mann. Warum hat denn er Milliarden Gegner bei sich alleine? Und Zelda und Maronos haben zusammen nicht mal annähernd so viele Gegner wie er. Richtig blöd aufgeteilt. So. Ah, ich habe keinen Schiegerstein, richtig. Wieder vergessen. Scheiße. Mach nochmal einen Feuerstab. So. Bums. Ach, das ist selber ein Feuermoblin, der da hinten. Deswegen ging es nicht. Okay, na gut. Vor allem, ich kämpfe ja gleich wieder gegen den Feuer-Pyromagus. Deswegen Feuer kann ich jetzt wirklich rausbremmen. Weil das kriege ich ja eh gleich wieder. So, Eis auch mal. Rums. Sehr gut. Ich habe das ja wirklich gelernt. Ich sollte mehr Stäbe benutzen, aber man kriegt die so schnell und leicht wieder aufgefüllt. Und vor allem, wenn man gegen Elementgegner kämpft oder im Gras oder so, dann ruhig viel benutzen. So, jetzt mal kurz, da oben ist sogar auch noch, was ist das für einer? Ein Blitzmoblin. Der ist bei einem Hyrule-Hauptmann gerade. Habe ich schon irgendeine Mission verkackt? Nee, noch nicht. Die obere ist noch nicht ausgegraut, also alle Hyrule-Hauptmänner leben noch. Okay, dann versuche ich mal, den zu retten. Erstmal. Weil der kämpft doch, oder? Ah nee, okay, da ist gar keiner, aber der kommt jetzt her, der Typ. Okay, auch in Ordnung. So ist es recht. So? So ist es recht. Bam. Zack, sehr gut.
Ach komm, ich war doch schnell genug. Nein, Mann, ey. Ich spiele aber auch schlecht gerade. Das ist auch doof. Ohne Shika-Modul. Was soll denn das? Rums. So. Okay, stirb. Bam. Okay. Das sollte reichen. Ja, die Truhe muss ich mir halt auch noch gleich holen. Mein Gott, der hat so viel zu tun hier, der König. Und die anderen beiden haben gefühlt einfach gar nichts zu tun. Und vor allem mit dem König muss ich ja nicht mal was Neues ausprobieren. So, mit den anderen beiden schon. Weil die neue Attacken hatten. So. Der Eis habe ich jetzt aber schon gar nicht mehr so viel. Aber es fehlt ja noch neben dem hier noch ein weiterer Purimagus, weil es stand ja gerade 2 von 4 dran. Und der letzte ist vielleicht ein Eis-Purimagus. Das wäre ganz cool. Okay. Dann, ja, hol dir erstmal die Truhe. Da ist vor allem eh wieder ein Blitzmoblin sogar gekommen. Ja. Und Zelda kann währenddessen mal die Festung. Ach du Scheiße. Die Festung einnehmen. Ja, mach mal eine Bombe. So, zack. Diesen durchflashen. Hui. Dann explodieren lassen. Canceln. Okay. Irgendeiner ist in einem harten Kampf. Ach, da oben. Okay. Dann geht da bitte Maronus hin. Genau. Und versuch mal noch den zu retten. Ob ich das noch schaffen werde, weiß ich nicht. Mal gucken. Könnte eng werden. Ich muss noch, das geht, ist halt auch so geil an Zelda. Auch in einem harten Kampf. Ah ne, ist glaube ich derselbe nochmal, oder? Oder was ein anderer? Keine Ahnung, egal. Ich muss noch die eine Taktik mit Zelda wieder probieren. Wie geht das nochmal? Ja, Moment, lass mir kurz überlegen, wie ging das nochmal? Mit Magnet? Irgendwie das Magnetenmodul machen und dann das. Wie ging das nochmal? Dass sie irgendwie da so einen Block über sich haben konnte, den sie irgendwann einfach rausschießen konnte. Also genau, ich hab's verkackt, glaube ich. Ich hätte ein bisschen schneller dann die 1er-Kombo hinterher machen müssen. Oder halt den ersten Schlag, genau. Jetzt habe ich da oben. Und dann raushauen. Zack, Schwachpunkt anlocken und dann stoppen. Genau, das ist so geil. Ich muss nur wieder kurz nachdenken, wie es nochmal ging. Bam! Okay. Aber ich glaube, ist jetzt einer gestorben? Eigentlich? Von denen? Uns gelang der Sieg. Vielleicht. Naja, wenn, dann ist es halt so. Aber hier ist schon einiges los wieder in der Schlacht. Muss man einiges machen. So, stirbt. Ist einer jetzt gestorben? Ne, noch, immer noch nicht. Okay. Ja, dann Maronus. Monster sofort ist unsere Gelegenheit. Okay. Ja, ich muss erstmal jetzt mal mit Maronus kämpfen. Zahn endlich los. Lasst uns alle tanzen! Oho! So. Stell dich dem Monster in den Weg. War die geheime Mission. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, was jetzt dafür genau verlangt war. Muss ich ehrlich zugeben. Aber yay, ich habe die geheime Mission erfüllt. Bam! Okay. So, die sind auch erstmal dann halbwegs gerettet. Vielleicht wird es sogar die erste Mission, wo ich alles schaffen kann. Alle Erinnerungsmissionen, wäre cool. Und ja, ich sehe gerade, da ganz im Nordosten ist noch ein Eis-Purimagus. Okay. So, jetzt warte mal kurz. Das passt ja jetzt. Okay, jetzt könnt ihr hier hinlaufen. Mhm, dann macht das mal bitte. Zelda sogar auch, würde ich sagen. Geh mal zu dem starken Gegner vor allem auch hin, damit der nicht noch meine Hyrule-Hauptmänner tötet. Okay. Und jetzt muss halt der König noch sehr, sehr viel machen. Ja, weil der hat da noch tausende Gegner bei sich. Und leider kein Shika-Modul. Was sehr, sehr ungünstig ist. Bam! Ja, das hätte ich halt jetzt längst schon schaffen können mit Shika-Modul. Den Schwachen von dem abzuziehen. Das ist echt ein bisschen kacke. So. Mann, warum bin ich denn da zu langsam eigentlich? Gibt's ja nicht. Wie unverschämt. Nein, ich bin aber auch so schlecht gerade. Mein, wie mich das ankotzt. Ohne Shika-Modul zu kämpfen, ist so scheiße einfach. Ja, leck mich doch. Alter, wie ich einfach gegen den Blitzmoblin verkackt. Das kotzt mich gerade so an. Stirb jetzt. Mann, ey. So schlecht. Zack. Mein Gott. Das sollte reichen. So. Truhe kurz holen. Und dann schicke ich ihn wieder zurück und guck da mal mit Zelda und Maronus wieder. Obwohl die jetzt halt eh schon fast fertig sind auf ihrer Seite. Die haben gar nicht mehr so viel zu tun. Im Gegensatz zum König eben. Der noch sehr viel hier machen muss. Okay. Dann nehme ich hier noch da die Festung einnehmen und da noch jemanden besiegen und dann noch die Truhen mitnehmen. Wie gesagt, da gibt es noch viel zu tun. Bei der Truhe komme ich von hier auch schon auch hin, oder? Von rechts. Nee, komme ich wahrscheinlich sogar nicht, oder?
Weil sonst würde es, weil sonst würde ich ja von der Truhe schon hier rüberkommen. Das ist ja auch richtig scheiße, wie die Truhen verteilt sind. Einfach komplett am Arsch der Welt. Warum muss der König so ultra viel machen und alleine vor allem? Das hätten sie echt besser aufteilen können. Mit mir. Weil das ist total unausgeglichen. Aber gut. Und hiermit? Und hiermit? So. Ui, Alter, wie viel das einfach schon ab? So, erzähl das. Das ist richtig geil. So. Und stopp, genau. Mit der Standard-Kombo kann sie ja auch schon die Mobileffekte herbeiführen. Zack. Und stirb. Ja, wie gesagt, Zelda mit dem Shika-Stein ist echt richtig gut. Ich finde sie viel, viel besser als mit dem Lichtbogen. Vom Lichtbogen bin ich ja wirklich gar nicht mal so ein Fan. Ich weiß, viele lieben den. Ich persönlich mag den nicht so gerne. Aber ist ja okay, wenn Meinungen verschieden sind. So, cool. Den Rest kann er jetzt noch vielleicht dann Maronos machen. Oder ist eigentlich egal. Ich schicke mal beide einfach dahin. Ja. Ich meine, ein bisschen was muss ich hier mit Zelda und Maronos schon auch noch machen. Das stimmt schon. Hier laufe ich gerade falsch, ne? Nur ganz kurz. Ja. Aber ist trotzdem auch eine ganz interessante Map. Wirklich eher so schlauchartig, aber trotzdem kann man hier ein bisschen was erkunden. Und das Kämpfen ist eigentlich hier gut möglich. Das war in Kakariko ja irgendwie nicht so. Weil ich meine, hier ist die Kamera halt trotzdem gut. Weil wenn die Kamera halt jetzt hier am Rand ist, dann kann ich halt trotzdem von hier aus schön das einsehen. Und nur hier, wenn die Kamera auf der Seite ist bei der Felswand, dann ist sie ein bisschen doof. Aber wenn die Kamera hier so ist, dann geht's eigentlich. Ja. Und die ganzen Hyrule-Hauptmänner rennen jetzt zu dem Pyromagus hin. Die sind ja auch wahnsinnig. Stopp, das war zu langsam. Ja, verdammt, dachte ich mir schon. Unter den Leitschutz. Okay. Aber trotzdem schon viel Schaden gemacht. Ne, mach Stasis. Also mach das hier. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich mit Standard-Kombo es probieren soll, aber das hat zu lange gedauert. So sicher, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, glaube ich. Ne? Verdammt. Mann. Aber ich kann den durch normale Angriffe einfach besiegen. Ich muss gar nicht den Schwachpunkt abziehen. So. Oder halt doch einfach so. Mit dem Bombenmodul. So, zack, wunderbar. Bam, hinfort. Okay, sehr gut, alle besiegt. So, dann der König ist bei der Truhe, genau. Und ja, das ist hier eine totale Sackgasse. Das ist auch so dumm zum Erkunden. Alles. Okay, so, jetzt muss ich noch hier den Moblin besiegen, das hier einnehmen, damit ich dann da hinkomme und da noch eine Truhe mitnehmen, ganz am Ende. ich weiß halt nicht, wann die Mission endet wieder mal. Und komme. Okay. Vielleicht, um die Truhe noch mitzunehmen, vielleicht muss ich sogar mit dem König zuerst den hier besiegen. Weil es kann sein, dass ich noch hier einen Gegner besiegen muss und hier oben. Und erst wenn beide besiegt sind, ist die Mission vorbei. Und deswegen sollte ich mit dem König das zuerst machen. Vielleicht. Ja, oder ist es so, dass ich wirklich da einfach fliehen kann an der Stelle? Das könnte auch sein. Dann dürfte ich eigentlich jetzt mit Zelda und Maronos noch nicht dahin laufen. 10 Diamanten, sick. Weil da die Mission dann vielleicht vorbei ist. Und ich will ja noch die Truhe haben. Okay. Dann jetzt nur noch mit dem König erstmal. Ja, wie gesagt, hier von der Aufteilung bin ich kein so Fan. Die Map an sich mag ich eigentlich. Ich finde es auch interessant, dass es wirklich komplett zweigeteilt ist. Und dass die Charaktere, die oben und unten sind, sich gar nicht treffen können. Das ist eigentlich ganz lustig. Okay. Aber die Aufteilung an sich ist halt trotzdem hier richtig doof gewählt, finde ich. Das hätte man besser wählen können. Ich bin dann auch zu ungeduldig, ne? Ich kann auch einfach mal warten, bis er seinen Schwachpunkt halt normal zeigt. Und nicht unbedingt immer den selber revealen. Bam! Ernsthaft jetzt? Achso, ja, stimmt. Richtig. Ich wollte gerade eine Bombe einfach reinhauen oder so. Aber habe ich ja nicht. Mann, ohne Shika-Stein ist so kacke einfach. Und es dauert einfach zu lange, die 5er Kombo zu machen. So, stirb. Also ohne Shika-Stein ist der König schon gar nicht mehr so toll. Ansonsten, ich mag ihn ja total gerne. Ich finde, er ist richtig gut eigentlich. Aber er braucht halt den Shika-Stein. Das ist halt ultra wichtig für ihn. Weil damit kann er es locker schaffen, Schwachpunkte abzuziehen. Aber ohne? Eher nicht. Aber gut, das gilt ja für viele Charaktere. Für viele Charaktere ist das Shika-Modul, vor allem Stasis, ultra wichtig. Und das merkt man hier ganz klar, dass es dem König ziemlich fehlt. Aber wie gesagt, das würde für so ziemlich alle gelten eigentlich. So, ja komm. Da kann man ja eigentlich Stasis machen, glaube ich, ne, bei dem Angriff hier. Komm, hör auf. Ja, komm, ich mache einen Spezialangriff einfach. Ich wollte mir eigentlich alle aufheben, aber aus meinen Augen. Bam. Ja, lebt sogar immer noch. Lol. Ja, geh halt hin. So, stirb jetzt. Bam. Okay. So, jetzt noch nach unten gehen.
So, genau, unsere Truppen haben das Ziel erreicht. Aber ich darf immer noch nicht weiter. Begib dich zum Ziel. Ne, ich muss mit den anderen auch noch. Okay, dann tauchen vielleicht einfach noch Bosse auf oder so. Und die muss ich halt dann auch noch platt machen. Okay. Wo läuft Zelda eigentlich hin? So. Ah, Link ist da sogar auch. Okay, ihr geht beide bitte dahin. Okay. Yamarunos. Meinetwegen nochmal. So, mach mal ein paar Crocs. Und da kann ich jetzt mal hin surfen. Ans Ziel. So, und dann gleich meine Crocs stärken. Ohoho! Zack. Okay, gestärkt. So, wir sind da. Ausgezeichnet. Aber das war es ja noch nicht. Zeit ist knapp. Nur wenig Ruhe. Ja. Gut. Hier liegt etwas im Argen. Ne, nur bei König Rohan kommt noch ein Boss oder wie. Zornwächter. Eieiei. Warum muss der König alles machen? Wirklich alles einfach. Das gibt's ja nicht. Der Boss ist auch noch nur bei ihm. Eieiei. Ja, Zornwächter kriege ich aber hin. Mit zwei Spezialangriffsleisten. Aber ohne Stasis dafür. Ruhe muss ich mir auch erstmal noch holen. Hallo? Bitte lass mich in Ruhe. So, okay. Oh Gott. Nein, mach doch Spezialangriff. Ich hab doch schon Spezialangriff gemacht. Regelt. Bam. So, aber ich heile mich jetzt nicht mehr, weil das kriege ich jetzt hin. Richtig? Bestimmt. Bam. Reicht es bitte einfach? Komm. Okay, sehr gut. So, zack. Das reicht noch nicht. Aber ich habe ja noch einen Spezialangriff. Also kriegen wir hin. So. Er braucht ein bisschen mal aufstehen. Das ist gut. Das kann ich ausnutzen. Zack. Okay, sehr gut. Wie dreist! Aus meinen Augen! Bam! Leider keinen so schönen Bart wie ihr. Ah ne, Zornmoblin auch noch. Okay, dann haben die anderen doch auch noch was zu tun. Ne, der ist auch hier. What? Was ist das denn für eine unbalanced Mission, Mann? Das gibt's ja gar nicht. Das finde ich echt blöd. Das ist richtig blöd. Die anderen sind einfach zu zweit und haben gar nichts zu tun. Und hier, der König muss einfach alles machen. Mann, ey. Autsch. Kenne ich überhaupt Zornmoblin? Ist das ein neuer Gegner? Also Zornwächter kannte ich schon, natürlich. Aber ich kann mich nicht gerade erinnern, schon mal gegen einen Zornmoblin gekämpft. Aber auch Zornleune gibt es ja. Zorn. Gibt's Zorn Hinox? Weiß ich gerade gar nicht ganz sicher. Aber es gibt einige Zorn-Gegner. Aber Moblin? Kann ich mich gar nicht daran erinnern, schon mal gegen einen gekämpft zu haben. Aber könnte ja auch einfach nur meine schlechte Erinnerung sein. Und weiter! Und weiter! So, schnell. Okay, passt. Noch ein bisschen drauf. Nein! Jetzt hat er noch einen Angriff da rausgebracht. Was war das eigentlich für ein Angriff? So eine Explosion. Ja, komm, ist mir jetzt egal. Bam. So. Er hat ja an sich ähnliche Angriffe wie ein normaler Moblin. Aber halt mit ein paar mehr Explosionen oder Verheerungszeug, was man aufbraucht oder so. Ja. Bam! Lebt sogar immer noch. Aber jetzt gleich nicht mehr. So, diesmal bin ich aber schnell. Bam! Narren! So, okay. Puh! Aber ja. Coole Map. Aber Mission war viel zu unbalanced. Es wäre okay gewesen, wenn halt einer von den beiden Charakteren, Zelda oder Maronus, halt unten wären. So. Aber gut. So, habe ich jetzt alle drei Missionen erfüllt? Die zwei, die ich gesehen habe, habe ich ja erfüllt. Und ist ein Hyrule-Hauptmann gestorben? Es war nie ausgegraut. Zum Ende hin habe ich nicht mehr geschaut, zugegeben. Aber da waren ja auch keine Gefahren mehr. Yeah! Na endlich! Ich habe es mal geschafft, im First Try gleich alles hinzukriegen. Yippie. Obwohl ich nicht genau weiß, was stell ich den Monstern in den Weg überhaupt genau zu bedeuten hat. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Alles geschafft. Das finde ich cool. So, viele Waffen. Nice. Sehr viele Waffen. Sehr viele Waffen. Ultra viele Waffen, holy shit. Und super viele Materialien auch. Ich habe doch 10 Diamanten. Achso, ja, nee, das ist ja Abschlussbedingungen. Also als Abschluss noch zusätzlich und hier sind die 10. Also 12 habe ich quasi bekommen. Nicht schlecht, okay. Ja, wurde verkauft. Passt. Gut.
den König von Hyrule! Yeah! Hätte Bosa nicht schon ein bisschen früher kommen können? Entschuldigt all die Scherereien, Bosa. Euch zu retten war meine Pflicht. Die Prinzessin ist gerade auf dem Weg hierher, um euch zu suchen. Oh. Prinzessin Zelda ist so stark geworden. Vielleicht sogar stärker als sie. Ich danke euch sehr. Siehst du? Du hast also doch recht behalten. Kleine Zelda. Yeah! So, und damit würde ich dann... Ah, eine Nebenmission auch wieder. Erstmal sagen, was ist hier für diesen Part. Von Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung hier beim zweiten DLC. Genau, hier ist eine Nebenmission. Evakuierung Hyrules mit Link, Zelda und Impa. Okay, und zwar, ich muss auch wirklich die nehmen. Aber ich habe auch wieder hier neue Sachen bekommen. Nämlich Einhänderverstärkung. Mhm, das ist cool. Dann hier natürlich für den König. Und wo war das andere nochmal? Ich glaube, es war das sogar. Mit dem Lichtbogen. Okay, genau. Das ist nämlich ganz cool, weil ich habe ja jetzt gerade eben auch eher Zelda genommen. Aber ich kann dann in der Mission hier halt, also da muss ich ja nochmal Zelda nehmen. Aber ich kann ja andere Waffen nehmen, den Lichtbogen nämlich, und kann dann da auch noch gleich die Charakteraktion, die verbesserte, austesten. Ja. Aber ich würde jetzt eben erstmal sagen, das war's hier. Beim nächsten Mal werde ich, glaube ich, trotzdem erstmal die nächste Story-Mission einfach wieder spielen. Nämlich hier Rückzug der Giga-Bande. Nur mit Koga, interessanterweise. Vielleicht kommen aber noch andere Charaktere auch hinzu oder so. Dann später, die jetzt nur nicht angezeigt werden. Obwohl das komisch wäre. Aber gucken wir mal. Ich mache, glaube ich, die beim nächsten Mal. Und vielleicht ist das eine kurze Mission, weil ich ja auch nur Koga da nehme. Und dann ist noch Zeit für die Nebenmission vielleicht. Das sehen wir dann schon. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.